Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Die dritte Liga ist heute extrem kompakt, weil die ja unter der Woche noch gespielt haben und ich da nicht so viel Zeit hatte, um was aufzunehmen. Übrigens, großes Lob an euch, ihr wart wirklich extrem fair beim Derby in den Kommentaren. Ja, vielen Dank einfach mal dafür. Los geht's jetzt mit Kiel gegen Aue. In Unterzahl macht es Kiel am Ende gegen Darmstadt nochmal richtig spannend. Sie verloren aber dennoch mit 3:2 gegen den FC Erzgebirge. Aue sollte es zu Hause der nächste Dreier sein. Doch die Gäste starteten gut rein. Jan Hochscheid mit der ersten Möglichkeit in der 20. Minute. Kenneth Kronholm sah nicht ganz so gut aus beim Spiel gegen Darmstadt. Pariert hier das Ding und hält damit das 0:0 erstmal für seine Mannen fest. Und Kiel wurde jetzt vorne auch mal vorstellig. Laszlo Benes und Lee im Zusammenspiel. Mühling, Lee, Serra und 1:0. 29. Minute. Holstein Kiel mit dem ersten wirklich produktiven Angriff direkt erfolgreich. Martin Mennel aus kurzer Distanz ohne Reaktionsmöglichkeit. Vor der Pause aber nochmal die Gäste. Schöner Ball von Jan Hochscheid und Ioa, der eine klasse Partie absolvierte. Am Samstagmittag trifft hier nur das Außennetz. Und Holstein Kiel übernahm jetzt wieder das Zepter. Laszlo Benes, Honsak Lee mit der Übersicht, Mühling aber in die Arme von Mennel. Das war alles andere als gefährlich. Doch von Aue kam jetzt nach vorne viel zu wenig. 65. Minute schon. Yannick D. mit der Flanke und Honsak versucht das Ding per Volley Seite 1 zu netzen. Schafft er aber nicht. Der kann aber auch durchaus aufs Tor gehen als Zweitligaspieler. Schlussphase. Kiel konnte es nicht entscheiden. Konnte Aue das ausnutzen und den Ausgleich erzielen. Riese steckt durch auf Jan Hochscheid und das Tor. Aber der Jubel hielt nicht lange an. Es war eine Abseitssituation und zeitgleich die letzte spannende Szene in dieser Partie. Kiel gewinnt knapp mit 1:0, ist am Ende aber verdient. Erzgebirge Aue wachte zu spät auf und stand dann beim Tor im Abseits. Der erste FC Heidenheim musste sich geschlagen geben gegen den VfL Bochum, verlor man am Ende mit 1:0 und jetzt kam Union Berlin in die Voith Arena, das machte es nicht unbedingt einfacher. Suleiman Abdullahi mit der Flanke und Sebastian Andersson testet Kevin Müller, überragende Reaktion aus allerkürzester Distanz. Und nur deswegen, weil Müller hier so klasse pariert, steht es nach 8 Minuten noch 0:0. Aber Union weiterhin spielbestimmt und wirklich mit klasse Angriffen. Mees, Hartl und Juhl. Spätestens jetzt hätte es 1:0 stehen müssen. Die Eisernen gingen fast etwas fahrlässig mit ihren Chancen um. Ach, da wäre Müller wohl vergeblich geflogen. Vor der Pause nochmal Union. Robert Juhl wieder, der schaltete und waltete heute von Beginn an dabei. Akaki Gogia und der wird gefährlich. Sieht man in der ersten Szene gar nicht, trifft aber nur das Aluminium. Der wird länger und länger. Zweiter Durchgang war dann fast ereignisreiche Zone. Aber nochmal, die Heidenheimer. Marc Schnatterer ist das hier in der Szene. Der kann auch mal aus dem Nichts zuschlagen. Hier wurde es aber noch nichts. Weiterhin ein torloses 0:0. Union wachte jetzt aber nochmal auf in der Schlussphase. Der Dreier ist wichtig, um oben noch ein Wörtchen weiter mitreden zu können, um die direkten Aufstiegsplätze. Und in der 82. Minute machte Joshua Mees das erlösende 1:0. Für die Gäste, Heidenheim war gebrochen und die Möglichkeit so zu erhöhen. Fehler Griesbeck, Joshua Mees hat die Übersicht. Abdullahi fackelt nicht lange rum und das 2:0. Im Stile einer Spitzenmannschaft gewinnt Union Berlin an diesem Freitagabend die Partie. Ist absolut verdient am Ende. Heidenheim machte zu wenig und kassierte dann 2 späte Treffer und bleibt so mit leeren Händen hier stehen. Ein herausragender und absolut verdienter Derby-Sieg trug den HSV über die vergangene Trainingswoche. Jetzt wollte man gegen Darmstadt diese Partie gegen die Braun-Weißen gleich unterstreichen, untermalen und das taten sie auch. Erste Torchance, erstes Tor, 6. Minute. Khaled Naray war ja auch am letzten Sonntag erfolgreich. Nickt das Ding hier ein am ersten Pfosten, ist er einfach am handlungsschnellsten. Und der HSV spielte besser als
die Lilien, die nicht so viel nach vorne brachten. Lasogga auf Mangala zu Özkan und Berkay Özkan muss hier eigentlich das 2:0 machen. Heuer Fernandes kann es aber parieren. Und nochmal eine Möglichkeit im ersten Durchgang. Holtby heute für Hand in der Startaufstellung dabei. Hand verletzte sich ja. Musste noch in der ersten Hälfte ausgewechselt werden. Lasogga ärgert sich hier. Das hätte das 2:0 sein können. Er hatte den Knoten zum Platzen gebracht. Hatte das 1:0 erzielt im Hamburger Stadtderby. Zweiter Durchgang wurde dann etwas langweiliger, aber der HSV hatte alles im Griff. Özkan mit der Flanke, Lasogga. Und scheitert hier an Heuer Fernandes, der einzige heute mit Zweitliganiveau bei Darmstadt. Kurz vor Schluss, beziehungsweise kurz vor Anbruch der Schlussphase, eine Möglichkeit. Aber das war alles, was Darmstadt nach vorne brachte. Der HSV hätte durchaus noch das ein oder andere Tor mehr erzielen können, mussten sie aber nicht, denn der Dreier steht so oder so auf dem Papier. Big Points für den SV Sandhausen, als sie zuletzt mit 1:0 gegen Magdeburg gewinnen konnten. Parallel verlor der FC St. Pauli im Derby mit 0:4. Hier wollten sie es besser machen und hatten dann auch die erste Chance. Über Ryo Miyaichi, der Japaner, schließt ab in der vierten Spielminute. Wirklich gefährlich wurde es allerdings in dieser Szene nicht wirklich für das Tor von Schun. Und vor der Pause versuchte sich dann auch Sandhausen mal im Angriff. Förster legt zu Wuten und da fehlte ganz, ganz wenig. 45. Minute, fast das 1:0 für die Gastgeber aus dem Nichts, aber der FC St. Pauli hat Glück in der Szene, dass der sich gerade noch so rausdreht. Zweiter Durchgang, der FC St. Pauli wollte es erstmal etwas mehr. Alagui, Miyaichi und dann der Abschluss von Buchtmann. Toll von Schuden pariert. Es geht ja für den FC St. Pauli vermutlich um nichts mehr. Der Abstand und die Qualitätsunterschiede zu den ersten drei Plätzen sind einfach zu eklatant für sie hier in den Sandhäuser-Trikots, aber geht jetzt noch ums Überleben. So sind wir schon in der Schlussminute. Wut nochmal, die hundertprozentige Möglichkeit für Förster. Und er scheitert kläglich, bekommt diesen Ball nicht mal auf den Kasten. Natürlich muss es das sein in der 92. Minute. Viel Glück für den FC St. Pauli am Ende, nicht den Lucky Punch von Sandhausen schmecken zu müssen. Und so gewinnt hier keiner. Dresden musste aussetzen, konnte dann aber gegen den ersten FC Magdeburg jetzt in der 7. Minute das 1:0 erzielen durch Patrick Ebert. Und die waren heiß, klar, das ärgerte sie, als sie am Sonntag gegen Fürth nicht antreten durften. Jedoch kassierten sie in der 37. Minute den Ausgleichstreffer. Steven Leverenz hämmert den Ball da raus aus knapp 20 Metern, macht er mal gar nicht so verkehrt, da war dann für Schubert nichts mehr zu halten. Rico Benatelli stellte vor der Pause wiederum auf 2:1. Eben ein klasse Treffer, hämmert er rein, links nicht zu halten. Und somit die Pausenführung für die Gastgeber, die dann im zweiten Durchgang weiterhin sehr gut spielten und auch den Magdeburgern den Knockout versetzten. 71. Minute, Patrick Ebert mit dem 3:1. Dann war natürlich alles vorbei. Extrem ärgerlich für Magdeburg. Die haben jetzt in den letzten Wochen im Schlussspurt nochmal so richtig Arbeit zu tun. Bielefeld holte sich eine ordentliche Packung ab im Rhein-Energie-Stadion. Der erste FC Köln spielte einfach überragend. Gegen Bochum war es dann wieder ein ausgeglicheneres Spiel und Klos verlängert hier direkt mal gut auf Edmundson. 8. Spielminute und der senkt sich fast rein. Dem deutschen Sportclub gehörte hier die bessere Anfangsphase. Der VfL Bochum konnte von Glück sprechen, hier noch nicht in Rückstand geraten zu sein. Halbe Stunde gespielt, jetzt mal die Elf von Robin Dotesche. Zoller, die Flanke, wie aus dem Nichts, das 1:0. Chung-Yong Lee staubt ab, Kopfball von Weiland. Ortega kann es nicht mehr klären. Und so der Führungstreffer für die Gäste. Doch Arminia wollte zurückkommen. Noch vorm Pausenpfiff und tat das auch. 38. Fabian Klos. Zum 10. Mal netzt er ein in dieser Saison. Und mit diesem 1:1 ging es dann auch in die Pause. Der zweite Durchgang zunächst von der Elf von Uwe Neuhaus. Dominiert über die linke Seite. Vogelsammer bekommt gar keinen Druck. Und Fabian Klos ist in der Luft nahezu nicht zu stoppen. Macht er hier gut und da fehlen da nur wenige Zentimeter.
Stunde gespielt, Freistoß für Bochum und etwas sinnbildlich. Der geht in die Mauer, wird rausgeklärt. Es war auch kein Handspiel, der ging nur an die Brust. Schlussphase, Janelt mit dem Ballverlust und Fabian Klos. Fabian Klos allein auf weiter Flur. Was ist denn mit den Bochumer Verteidigern da los? Natürlich muss da einer auch auf den Klos gehen, aber es machte keiner. 85. Minute, die Partie war gedreht. Bielefeld gewinnt mit 2:1 durch den Doppelpack von Fabian Klos. Das ist nicht unverdient, aber am Ende doch durch den späten Treffer etwas glücklich. Der MSV Duisburg erkämpfte sich gegen Jahn Regensburg noch ein 1:1 und das ging dann nach starker zweiter Hälfte so auch in Ordnung. Gegen den ersten FC Köln hatte man im Hinspiel gewonnen. Das war das Trainerdebüt von Thorsten Lieberknecht bei den Zebras, als man am Montagabend im Rhein-Energie-Stadion erfolgreich von dannen zog. Die erste Möglichkeit gehörte hier auch den Gastgebern. Aber der erste FC Köln hat sich gegen Bielefeld warm geschossen, will den ersten Tabellenrang verteidigen und kommt hier über die rechte Seite nicht so ungefährlich. Clemens auf Jonas Hector, Dominik Drexler und Simon Terodde. Da fehlt ganz wenig. Viertelstunde gespielt, um 1H die Führung für die Elf von Markus Anfang. Wiedwald kann sich glücklich schätzen, dass der nicht hinten einschlägt. Duisburg nochmal und dann kein verkehrter Versuch von John Verhoek, der in dieser Saison noch keinen einzigen Treffer erzielen konnte. In dem Fall war es aber eine tolle Parade von Timo Horn, die dafür sorgte, dass das Torekonto bei 0 stehen blieb. Zweiter Durchgang, der erste FC Köln wollte jetzt den Treffer erzielen. Clemens mit der Flanke und Terodde ins Glück. 27. Saisontor. Und was war jetzt mit Duisburg? Fielen sie ein? Nein, sie probierten weiter nach vorne zu spielen. Verhoek mit dem langen Ball. Engin kann ihn noch retten und Fabian Schnellhardt haut ihn rein. 77. Minute, sein erstes Saisontor. Fällt nicht gerade zur Unzeit, wird sich Thorsten Lieberknecht denken. Aber die Partie noch nicht zu Ende. Köln kann spät zuschlagen. Hector, Terodde. Aber Nauber ist dazwischen. Sie versuchten es mit Mann und Maus zu verteidigen, die Meidericher. Und schaffen das. Köln kommt gegen den MSV nicht über ein 1:1 hinaus. Fühlt sich für die Kölner sicherlich schlechter an als für die Duisburger, die gegen Köln in dieser Saison dann 4 Punkte einsacken. Der SC Paderborn verlor gegen Aue, das war ärgerlich, da spielte man über 45 Minuten in Unterzahl. Die erste Möglichkeit gehörte aber gleich mal der Elf von Steffen Baumgart, 6. Spielminute, gute Möglichkeit, schöner Drehschuss von Ben Zulinski, aber Glück in der Szene für die Schanzer. Die waren hier nicht so gut aufgelegt und bekamen dann kurz vor der Pause nochmal eine Möglichkeit aufs eigene Tor gehämmert. Vasiliadis und Dräger im Zusammenspiel. Vasiliadis mit der Übersicht. Sven Michel kann den Ball eigentlich in die Mitte spielen. Kotzke dazwischen. Tepezay macht es nochmal scharf. Collins, Michel und die Ingolstädter ohne Zugriff. Und dann wird es auch scharf. Schauner hält den Ball fest. Und so ging es mit dem 0:0 in die Pause. Absolut glücklich für die Gastmannschaft. Gegen Union verloren sie ja etwas unglücklich und kassierten dort 2 rote Karten. Hier war es dann Philipp Schauner, der erstmal den besten Eindruck machte, hielt hier weiterhin das 0:0 fest. Stunde gespielt, Paderborn wollte unbedingt den nächsten Dreier einfahren. Zu Hause hatte man zuletzt ja auch schon gegen St. Pauli mit 0:1 verloren. Der nächste Dreier sollte her, aber Philipp Schauner hatte etwas dagegen. 62. Minute, nächste Parade. Aber was der FC Ingolstadt nach vorne ablieferte, das war fast eine Frechheit und eine Zumutung für die nicht mit vielen Mann angereisten Gästefans. Nochmal Paderborn, die Schlussphase kurz vorm Anbruch. Zulinski, Dräger legt den Ball nochmal raus. Kai Pröger bringt auch die Flanke rein und da ist Kotzke dazwischen. Tepezay legt ab und Ben Zulinski bekommt es heute einfach nicht hin, den Ball über die Linie zu bringen. Schauner ist der Matchwinner. Der Man of the Match für Ingolstadt und auch im ganzen Spiel. Er hat dafür gesorgt, dass Ingolstadt immerhin einen Punkt mit nach Hause nehmen kann.
Der SSV Jahn Regensburg ging in der 43. Spielminute im Duell gegen Greuther Fürth mit 0:1 in Rückstand. Sebastian Ernst hämmert den Ball da relativ freistehend in die Maschen, da war Penke absolut machtlos. Und in der 86. Minute gab es dann auch die Entscheidung. Paul Jeckel nimmt den Ball per Volley und aus kurzer Distanz versucht Penke noch das Bestmögliche rauszuholen, kommt aber nicht mehr an den Ball, verschätzt sich da auch ein bisschen. Und so gewinnt Greuther Fürth, nachdem sie gegen Dresden aussetzen mussten mit 2:0 gegen Jahn Regensburg. Die Luft im Aufstiegskampf wird für den KFC Uerdingen etwas dünner aktuell. Man hat seit Ewigkeit nicht mehr gewinnen können und jetzt kam Fortuna Köln in die Schau-ins-Land-Reisen-Arena. Die hatten dann auch die erste Möglichkeit. Ersatzkeeper Benz mit der Parade nach 32 Minuten verhindert er hier das 0:1. Fortuna Köln hatte unter der Woche dem Tabellenführer aus Osnabrück einen Punkt immerhin abgetrotzt und so schlecht waren sie auch hier nicht drauf an diesem Freitagabend. Eckstoß von der rechten Seite, Kegel legt sich den Ball zurecht, hebt den Arm und Ruprecht nickt das Ding ein. Wird am Ende als Eigentor für Kevin Großkreuz gewertet, der behindert sich damit Benz und ist als letzter noch, aber vermutlich eigentlich nicht mehr entscheidend dran. Zweiter Durchgang, Littka mit der Möglichkeit zum Ausgleich, 55. Minute. Das hätte es schon sein können und Uerdingen spielt jetzt deutlich besser im zweiten Durchgang. Die Zeit lief aber davon, keine 10 Minuten mehr zu spielen. Osave auf Kefke, aber Ruprecht, der Schütze zum 1:0, ist noch gerade so dazwischen und hält die Wade rein. Plätze jetzt für die Gäste aus Köln und Möglichkeiten zum Kontern und zum Entscheiden. Michael Eberwein in der 90. Spielminute. Erste wirklich gute Aktion im Angriff des zweiten Durchgangs für die Gäste aus Köln. Es wird ihnen egal sein. Ganz wichtige Dreier im Abstiegskampf und für Uerdingen wird der Sprung nach oben immer größer. Wien Wiesbaden gegen Preußen Münster. In der Brita Arena am Samstagmittag war es nicht wirklich schön, was das Wetter anging, aber spielerisch sah es von Anfang an sehr attraktiv aus. Und dann passierte auch das erste Tor. 5. Spielminute, René Klingenburg mit dem Eigentor, ganz kurioses Ding, den will er vorbeiköpfen, netzt ihn dann aber selber ein. Doch Preußen Münster brauchte nicht lange, um sich davon zu erholen und kam zurück. Niklas Heidemann, der linke Außenbahnspieler, normalerweise Verteidiger, heute spielte er eher im Mittelfeld, dann mit dem Ausgleich. Vor der Pause dann Manuel Schäffler, aber viel zu frei und dann wieder die Führung für die Gastgeber. 11. Saisontor für Manuel Schäffler, der in den letzten Wochen wieder immer von Beginn ran darf. 2. Durchgang, Münster wollte schnell ausgleichen, Klingenburg mit der Flanke, der Kopfball ist aber zu harmlos, Kolke hält den ohne große Probleme fest. Jetzt nochmal Wien Wiesbaden. Im zweiten Durchgang bislang sehr unauffällig. Ein Brutzer an den Pfosten. Schäffler, der aber auftaucht und abstaubt und das 3:1 in der 65. Minute erzielt. Und damit auch gleichzeitig die Entscheidung. Preußen Münster konnte sich davon nicht mehr erholen. Und somit müssen sie weiterhin noch ein bisschen nach unten schauen. Aber sie sind aktuell im gesicherten Mittelfeld. Für Wien Wiesbaden geht der Blick damit weiter nach oben. Unterhaching hat in den letzten Wochen einiges an Federn gelassen. Schon 10 Punkte Rückstand auf Platz 3 auf den Halleschen FC. Gegen Groß Asbach sollte jetzt alles besser werden. Die verloren mit 2:3 gegen Wien Wiesbaden. Ja, ist Möglichkeit dann für die Bayern, aber das war dann noch nicht ganz so heiß von Lukas Hufnagel. Immerhin zwar der Versuch, aber Leist war dazwischen mit der Hüfte, wehrte den ab. Aber die Anfangsphase von Unterhaching weiterhin sehr stark. Schimmer und dann der abgefälschte Schuss von Hong in der 16. Spielminute. War noch einer dran. Burger war's und dann unhaltbar der Ball über die Linie. 2. Durchgang, jetzt meldete sich auch endlich Groß Asbach mal nach vorne. Das war deutlich zu wenig im Spiel, in dem Angriff. Dann mal Slatko Janjic, 65. Minute, trifft aber nur das Außennetz. Über weite Teile war es zu wenig, was
Die Gastmannschaft spielte schon in der Schlussphase nochmal die Möglichkeit. Bösel und Röttger. Tolle Parade von Königshofer und gleichzeitig auch die Parade zum Sieg. 3 Punkte also endlich mal wieder für die Spielvereinigung Unterhaching. Nach dem Derby gegen 60, wo man mit 1:0 verlor, konnte man jetzt zumindest etwas die Zuschauer besänftigen. Für Groß Asbach wird die Luft im Abstiegskampf dagegen immer dünner. Die Würzburger Kickers empfingen am Samstagmittag die Löwen aus München. Und zwar in den roten Trikots spielten sie auch ganz gut auf. 22. Minute, Elver, der mit der schönen Schussmöglichkeit, aber toll pariert von Hehler. Gute Aktion, das hätte es hier schon sein können, nach nicht mal einer halben Stunde. Das Visier wurde nun offener und auch 68 spielte nach vorne. Bekirolu, Kagler, Kager wieder Bekirolu, aber noch einer dazwischen. 36. Spielminute, wirklich gefährlich war es da dann noch nicht. Vor der Pause nochmal aber die Gäste aus München und in der 45. Minute macht dann Sascha Mölders auch das 1:0. Lester Dreves keine Chance. Guter Treffer aus kurzer Distanz, nichts mehr zu parieren. Zweiter Durchgang, jetzt wollte es nochmal die Elf aus dem Frankenland wissen. Aber der Schuss hier aus der Distanz war dann deutlich zu schwach und konnte ja nicht mehr richtig aufs Tor gebracht werden. Schlussphase, nochmal die Möglichkeit, Bachmann ans Aluminium und die letzte Möglichkeit, die nennenswert war, versiegte. Die Löwen gewinnen am Ende etwas schmeichelhaft. Über die 90 Minuten im ersten Durchgang machten sie den Treffer. Würzburg versäumte dies. Die Sportfreunde aus Lotte empfingen den ersten FC Kaiserslautern und die kamen in Überzahl nicht über ein 0:0 gegen Braunschweig hinaus. Die Roten Teufel und mussten hier früh in der Partie einen gefährlichen Freistoß von Österhellweg hinnehmen, der aber aus ihrer Sicht glücklicherweise nicht den Weg ins Tor fand. Nun musste auch die Gastmannschaft mal nach vorne spielen. Viertelstunde, Timmy Thiele und dann richtig gut pariert von Kroll. Aber der erste FC Kaiserslautern wollte es im Anschluss an diesen Freistoß aus der Frühphase besser machen und diese Möglichkeit war ein Schritt in diese Richtung. Zweiter Durchgang, gut verlängert auf Timmy Thiele, der dann auch einfach draufhämmert und die Qualität besitzt, den über die Linie zu bringen. 52. Minute, klasse Abschluss. Doch der Druck von Lotte wurde jetzt höher. Jovic legt in die Mitte und Wickamp scheitert an Lennart Grill. Was für eine Parade. 63. Spielminute, ganz, ganz wichtige Szene. Das hätte es schon mit dem Rückstand sein können, beziehungsweise mit dem Ausgleich. Der Rückstand besteht ja bei Lotte. Nochmal die Gäste unter Druck in der 86. Minute. Am Ende sollte es mit dem Punkt nichts mehr sein für Lotte, auch wenn das verdient gewesen wäre. Der erste FC Kaiserslautern nimmt diesen Dreier sehr gerne mit nach Hause. Und die Sportfreunde Lotte, ja, das ist klar, da wird der Blick bis zum Saisonende nach unten gehen müssen. Der VfL Osnabrück kam nicht über ein 0:0 hinaus gegen Fortuna Köln. Jetzt kam der FC Carl Zeiss Jena, der sich mit 1:1 gegen Lotte zufrieden geben musste. Da war es ein später Treffer von Schenkur, der die Gastgeber nochmal etwas zumindest zufrieden stimmte. Der erste Durchgang unspektakulär, Osnabrück besser im zweiten Durchgang. Jetzt Jena erstmal mit den Akzenten. Tietz mit der Flanke auf den zweiten Pfosten und René Eckert mit der Führung. 48. Minute, guter Kopfball ins kurze Eck. Körber kann nicht mehr entscheidend reagieren. Stunde jetzt gespielt, der VfL Osnabrück möchte unbedingt zu Hause wieder gewinnen. Gegen den FSV Zwickau war es eine extrem souveräne und überzeugende Leistung. Hier taten sie sich weiterhin gegen abstiegsbedrohte Jena extrem schwer. Keine 10 Minuten mehr zu spielen. Alvarez. Mittlerweile war auch ein bisschen Pech dabei für die Gastgeber. Schöner Schuss von Alvarez. Und bis in die Schlussphase musste man dann mit der Niederlage rechnen. Es gab aber nochmal die Möglichkeit über einen Strafstoß. Extrem unnötig, aber die Chance für Alvarez, das hier nochmal auf Remis zu stellen. Marcos Alvarez.
Koppens ahnt zwar die Ecke, aber es ging diesen zu platzierten Strafstoß ohne Chance. Am Ende ist es ein 1:1, das moralisch auf jeden Fall für die Gastgeber spricht. Sie hätten auch durchaus gewinnen können. Das 1:1 wird sie nicht richtig zufriedenstellen, aber durch den späten Ausgleich sind sie eher der Gewinner des Spieltags. Was war da auf einmal mit dem VfR Aalen los? Sie gewannen mit 3:0 beim KSC. Das ist ein dickes Ausrufezeichen im Abstiegskampf gewesen. Ein gutes Zeichen für die Konkurrenz rund um Zwickau und Co. Fünfte Minute, aber die erste Chance gehörte den Gästen. Tarsus Bonga, schöne Abnahme aus 16 Metern. Der geht über den Kasten dann aber doch recht deutlich noch hinweg. Bernhard muss nicht eingreifen. Und weiterhin die Gäste besser. Barilla legt zurück auf Reinhardt. Schöner Schuss, 28. Spielminute, der Treffer wollte, aber einfach noch nicht her. Das Spiel nach vorne vom VfR Aalen bislang absolut harmlos. Jetzt kam sie im zweiten Durchgang aber besser rein und erlangten mehr Spielkontrolle. Thomas Geier legt zurück auf Bühler, die Flanke auf Papadopoulos. In der 51. Minute aber noch vorbei. Trotzdem weiterhin die Gastgeber. Schnellbacher verlängert. Geier! Was für ein Tor! Thomas Geier! Auch erfolgreich gegen den KSC gewesen. Und jetzt lupft er den Ball über den zu weit nach vorne gerückten Brinkis hinweg. Und der machte auch in der 81. Minute sein Doppelpack. Thomas Geier. Am Ende war es ein verdientes 2:0, weil der VfR im zweiten Durchgang richtig aufdrehte und damit zum zweiten Mal in Folge 3 Punkte mitnehmen kann. Der FC Energie Cottbus kann sich zuletzt wieder richtig gut feiern. Jetzt war es ein überraschendes 3:2 beim Halleschen FC, das 3 Punkte besorgte. Gegen den KSC wurde es aber nicht unbedingt einfacher. Trotzdem spielten sie gut mit. 33. Minute, guter Schuss, der anschließende Eckstoß von der rechten Seite, dann in die Mitte getreten und dann gab es einen Elfmeterpfiff. Alle waren verwirrt, so richtig aufklären konnte man es nicht, aber das war Jasula relativ egal. 35. Minute, 1:0 für den FC Energie, sein erstes Saisontor verliert der Opoff und macht das Ding dann sicher rein. Im zweiten Durchgang wurde es jetzt spektakulär. Schamolu legt rüber zu Manuel Stiefler. Ausgleich, 60. Minute. Kann Rauhut aus kurzer Distanz nicht mehr reagieren. Schlüter verliert den Ball an Fink, der mit der Flanke und Marvin Poirier dreht die Partie. Jetzt ging es hier wirklich Schlag auf Schlag. 65. die Führung für die Gäste. Aber wer denkt, Energie Cottbus gibt sich auf, der hat die Rechnung ohne die Gastgeber gemacht. Mamba mit der Flanke, Marcelo Freitas und Ausgleich. 68. Minute, jetzt ging es hier wirklich drunter und drüber. Die Abwehrreihen standen nicht mehr kompakt. Und der KSC nochmal, keine 10 Minuten mehr zu spielen. Das wäre so wichtig im Kampf um den Aufstieg. Marvin Vanicek, 82. Minute, der 3:2 Führungstreffer bedeutete dann auch den Sieg. Es war ein klasse Kampf. Am Ende hätten beide was verdient gehabt. Energie Cottbus steht aber nach dem 2:3 mit leeren Händen da. Braunschweig gegen Meppen und die Braunschweiger müssen wieder gewinnen. Es waren zu viele Unentschieden in den letzten Wochen dabei, wenn man da unten richtig raus möchte. Aber der SV Meppen ist klasse drauf in dieser Saison. Unter anderem wegen ihm. Nick Proschwitz, 11. Saisontor, nickt das Ding hier ein, ist aber vor Fasic auch viel zu frei. Und im ersten Durchgang nochmal die Möglichkeit. Langer Ball auf Marius Kleinsorge. Der entwischt allen und macht das 2:0. 4. Saisontor für ihn. Und Eintracht Braunschweig für die zweiten 45 Minuten mit dem Rücken zur Wand. Das wurde jetzt nicht unbedingt einfacher, aber die Fans hatten sie trotzdem weiterhin auf ihrer Seite. Vidovic kann sich klären und dann Mike Feigenspahn. 51. Minute, Seitfallzieher. Es stand nur noch 1:2 und die Hoffnung war zurückgekehrt. Damit einher ging aber auch ein größeres Offensivrisiko, was die Defensive anfällig machte. Piosek legt drüber zu Granatowski und 3:1. 20 Minuten vor Schluss. Und jetzt waren die Braunschweiger
geschlagen und Meppen wollte noch mehr. Keine 10 Minuten mehr auf der Uhr. Die Flanke, wie schon im ersten Durchgang, Nick Proschwitz nickt das Ding ohne Probleme ein. Wieder ist es Fejzić, der nichts tun kann. Und das 4:1. Etwas zu heftig. Schlussphase, Braunschweig gab sich nicht auf. Janzer mit dem 2:4. War am Ende nichts mehr als Ergebniskosmetik. Sein zweites Saisontor. Ärgerlich für Braunschweig, aber Meppen ist und bleibt die Mannschaft der Stunde. Und somit kann man sich dieses 2:4 aus Braunschweiger Sicht auch irgendwie dann erklären. Das war ein herber Rückschlag für den Halleschen FC, als sie alles gaben, gegen Cottbus zu gewinnen, am Ende sogar noch verloren. Aber gegen Rostock sollte es im Ostduell besser werden. Lindenhahn, 1:0 für die Gäste. Der FC Hansa Rostock konnte sich ja nach dem 1:0 gegen Münster erstmal oben festbeißen. Trotzdem spielten sie hier erstmal nicht ganz so gut nach vorne, weil Halle das auch richtig klasse machte. Pascal Sohm in der 17. Minute mit der klasse Abnahme aus der Luft. Gelios hatte aber was gegen das 0:2. Gegen das er dann in der 48. Minute bzw. in der 3. Minute der Nachspielzeit nichts mehr ausrichten konnte. Erst noch eine klasse Parade. Pascal Sohm steht dann aber richtig. Zweiter Durchgang, 2 Tore für Rostock. Nicht unmöglich, aber die Zeit lief jetzt schon davon. Biancardi dann mal aus der zweiten Reihe. 76. Spielminute. Sie glaubten weiterhin dran, aber es war irgendwann auch nicht mehr realistisch, noch 2 Treffer zu erzielen. Sie kam trotzdem nochmal zu einer Möglichkeit. Suku auf Pascal Breyer. 1:2 nur noch, 86. Minute, 6. Saisontor. Gut rausgespielt, die Halleschen mal wieder etwas anfällig in der Defensive, aber es machte am Ende für sie nichts mehr. Sie gewinnt zum Abschluss dieses Spieltages mit 2:1 gegen Hansa Rostock. Und während die anderen Mannschaften nächste Woche in der Länderspielpause sind, geht's um die nächsten Punkte für die Mannschaften der dritten Liga. Jo, das war's dann auch wieder mit dieser Prognose. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Über ein Abo würde ich mich ebenfalls freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss.